Jonas Rauch, der Auftakt ist gelückt in die WM. 12-3 gewonnen gegen Polen. Wie bist du zufrieden mit dem ersten Spiel? Ja, ich denke, es war eine gute Leistung. Es war schon ein schwieriges Spiel, weil wir, ja, es hat so viele Strafen gegeben. Da war es noch recht schwierig, den Rhythmus zu behalten für die einzelnen Linien. Aber ja, ich denke, es ist ein gutes Auftaktspiel und jetzt müssen wir einfach weiterfahren. Du sprichst es gerade an, es hat unglaublich viele Strafen gegeben. Es hat 4 Überzahl-Goal gegeben und 3 Shorthander im zweiten Drittel. Wie fest springt einem das aus dem Tritt? Ja, einfach, vor allem für die einzelnen Linien ist es halt extrem schwierig. Ich glaube, unsere Linie hat im zweiten Drittel irgendwie zwei Einsätze gehabt oder so. Das wäre natürlich sehr schwierig. Aber ja, ich denke, wir haben hier Überzahl auch unser Goal gemacht. Und der ist so gut gewesen, haben wir ein bisschen Powerplay trainieren und Boxplay trainieren. Also, ja, das auch anwenden gegen die anderen Mannschaften. Der Schlussdrittel war dann wieder ein bisschen geordneter Bahn als das zweite Drittel. Was hat er dort umgestellt? Ja, wir haben vor allem dann einfach das Spiel wieder ein bisschen schneller machen wollen, weil im zweiten Drittel haben wir es halt einfach nicht schnell können machen durch das. Und ich denke, das ist dann auch aufgegangen. Und am Ende haben wir unser Goal wieder gemacht, also durch das, dass wir einfach schneller gespielt haben. Ja. Morgen steht schon das zweite Spiel im Programm gegen Lettland. Was erwartest du dort für ein Spiel? Ja, ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie sie so einzustufen sind, ob sie jetzt stärker als Polen sind oder nicht. Aber ja, wir müssen einfach unser Spiel machen, so spielen. Und dann kommt das gut, ja. Merci vielmals. Merci.